Ahoi und willkommen zurück, ich bin's wieder, euer Gaming Priest, und in diesem Komplettguide zeige ich euch alle mystischen Waffen und ihre Fundorte. Die meisten Zauberbücher gibt es auch an anderen Orten zu finden, aber ich zeige euch wie immer die, die am einfachsten zu erreichen sind. Beschworene Waffen gehören zu den besten im ganzen Spiel und je nachdem, wie man seine Fertigkeiten und Perks verteilt, haben sie extrem viel Potenzial. Alle drei Waffen haben Zauber der Stufe 1 bis 5, die sich in ihrer Stärke unterscheiden. Mehr dazu seht ihr aber später, jetzt kommen wir erst einmal zu den Fundorten. Und wie immer sind die Zeitmarken in der Videobeschreibung vermerkt. Den ersten Rang des beschworenen Schwertes findet ihr außerhalb von Al-Sherad, westlich von Flussheim. Schwimmt hier einfach durch den Teich auf die Statue zu und ihr findet das Buch neben einem toten Abenteurer. Das zweite Zauberbuch findet ihr nicht weit entfernt von dem Vagabundenlager an der Steilklippe in einer Bärenhöhle. Folgt vom Miradenturm aus der Straße in Richtung Norden und die Bärenhöhle liegt auf der linken Seite. Das dritte Buch ist in der Nähe des Dünenheimer Versorgungsschiffes. Wenn ihr auf das Schiff guckt, dreht euch einfach um 180 Grad und lauft auf das verlassene Lager zu. Das Buch liegt dann auf dem Boden. Den vierten Rang findet ihr in der zerstörten Abtei in der Nähe von Talgard. Lauft hierzu die Stufen hoch und an den Bänken mit den verseuchten Skeletten haltet ihr euch rechts. Wenn ihr die Abtei betreten habt, lauft geradeaus in den nächsten Raum und das Buch liegt auf einem Fass. Das letzte Buch findet ihr in dem Sterningsschiff Agnot nördlich der Schneefelstaverne. Wenn ihr den Weg hineingefunden habt, lauft ihr im Video zu sehen geradeaus und biegt dann in das Quartier auf der linken Seite ein. Schauen wir uns jetzt die Werte der 5 mystischen Schwerter an. Um die Basiswerte der Zauber sehen zu können, habe ich keine Perks aktiv und meine Fertigkeiten auf 1 gesetzt. Dadurch werden wir die absoluten Minimalwerte der Zauber- und Angriffswerte sehen und ihr könnt die Werte mit euren aktuellen Skillwerten vergleichen. Alle Waffen haben eine Wirkungsdauer von 2 Minuten, was für die meisten Kämpfe ausreichen sollte. Der erste Rang des Zaubers gehört zur Novizenstufe und kostet 37 Mana. Der zweite Rang ist ein Lehrlingszauber und kostet 53 Mana. Der dritte Rang gehört zu den Gesellenzaubern und kostet 78 Mana. Der vierte Rang zählt als Expertenzauber und kostet 117 Mana. Und der fünfte und letzte ist ein Zauber der Meisterstufe und kostet 166 Mana. Die Angriffswerte der Waffen variieren je nach Fertigkeiten oder Perks. In dieser Abbildung könnt ihr von links nach rechts die Schadenswerte für die angewandten Möglichkeiten sehen. Zu Anfang habt ihr die absoluten Minimalwerte, dann die Perks der Klingentänzer-Erinnerung, die Perks der Sinistra-Erinnerung, die Entropiefertigkeit, die durch Lehrbücher erhöht wird, und alle auf einmal, was die maximalen Werte generiert. Zum Vergleich hat ein Eterna-Schwert als Minimalwert 27 und als Maximalwert 47 Schadenspunkte. Verzauberungen, die Werte anheben, wurden wie immer nicht berücksichtigt. Als nächstes kommt der mystische Bogen. Das erste Buch müsst ihr euch bei einem Händler kaufen oder als zufällig generierten Loot finden. Das zweite Buch findet ihr in der Gruft von Ark. Das Kasernviertel erreicht ihr am einfachsten mit einem Wegweiser. Die Gruft ist dann ziemlich einfach zu erreichen, wie ihr im Video sehen könnt. Wenn ihr die Gruft betreten habt, folgt dem Weg geradeaus und biegt dann links ab. Haltet euch weiterhin links und ihr findet das Buch in einem Regal. Das dritte Zauberbuch findet ihr im Holzwerk in der Nähe von Nebelheim. Hier müsst ihr in der Lagerhütte in den Keller gehen und ihr findet das Buch ebenfalls in einem Regal. Der vierte Rang des Buches liegt im Seelengrund in der Nähe von Dünenheim. Folgt dem Weg wie im Video zu sehen und am Ende des Ganges findet ihr dann das Buch.
Für das fünfte Buch starten wir im Nordwindlager nördlich der Schneefelstaverne. Hier könnt ihr entweder zu Fuß hingelangen oder alternativ eine Teleportrolle nehmen. Lauft den ganzen Weg gen Süden entlang und wenn ihr auf einen Troll trefft, lauft den Berg nach oben. Hier findet ihr dann auf der linken Seite den Eingang in einen Versorgungsschacht. Dann müsst ihr euch nur noch links halten und ihr findet das Buch auf einem Tisch. Die Mana-Kosten für den Bogen sind nahezu identisch mit den Kosten für das Schwert. Die Schadenspunkte könnt ihr mit einem Eterna-Bogen mit Eterna-Pfeilen vergleichen, der minimal 32 und maximal 50 Schadenspunkte anrichtet. Die mystische Axt ist die dritte beschworene Waffe und das erste Buch findet ihr in der Klarwasserhöhle östlich von Flussheim. Der Weg ist recht simpel, denn ihr müsst einfach nur dem Lauf der Höhle folgen. Haltet euch zunächst links, um die vielen Fallen zu vermeiden, und biegt dann bei der Gabelung rechts ab. Wenn ihr der Höhle weiterfolgt, trefft ihr dann auf einen kleinen See, in dem das Buch schwimmt. Das zweite Buch erhaltet ihr in der Nähe der Meeresspalte südöstlich von Flussheim. Wenn ihr auf den Höhleneingang schaut, orientiert euch links am Schiffswrack und klettert den kleinen Hang hoch. Neben dem Skelett liegt dann das Buch. Der dritte Rang des Zauberbuches ist im Kristallwald westlich der Schneefelstaverne vergraben. Zunächst müsst ihr der Straße folgen und hinter dem verlassenen Wagen findet ihr einen Erdhaufen. Diesen könnt ihr ausgraben und ihr erhaltet das nächste Buch. Solltet ihr keine Grabschaufel im Inventar haben, könnt ihr hier eine am Teich östlich von Flussheim finden. Das vierte Buch findet ihr an der Küste des Goldenforsts, nördlich der Quellwacht. Orientiert euch an der Eremitenhöhle und lauft die Küste entlang. Auf der linken Seite steht eine große Malphas-Statue, zu deren Füßen das Buch liegt. Das fünfte Buch könnt ihr in der Festung Felsenwacht finden, die nördlich der Schneefelstaverne steht. Vom Eingang aus könnt ihr sofort auf die untere Ebene springen, um in den Keller zu gelangen. Auf der rechten Seite des Kellers liegt das Buch auf einem Tisch. Die Mana-Kosten der Axt sind ebenfalls genauso hoch wie die der anderen beschworenen Waffen. Und auch hier könnt ihr die Schadenspunkte mit einer Eterna-Axt vergleichen, die minimal 39 und maximal 71 Punkte Schaden verursacht. Wie ihr sehen könnt, sind die mystischen Waffen ziemlich stark und können richtig austeilen. Verglichen mit regulären Waffen haben sie außerdem noch den Vorteil, kein Gewicht zu haben, sodass ihr mehr Platz im Inventar habt. Übrigens, wenn ihr das gute alte Brot genauso mögt wie ich, könnt ihr auf die Rüstung verzichten, denn mit diesen Waffen ist man der Beste im Sumo. Meine Sprüche sind übrigens die besten, hat man mir gesagt, also von der Note her ein A oder mindestens ein B. Schwöre, Digga, richtig, Abo. Übrigens, abonnieren nicht vergessen. Ich will damit aber nicht den Bogen überspannen, schließlich muss ich mit einem kleinen Tisch zurechtkommen. Einem ziemlich kleinen Tisch. Er ist sozusagen ein Müh-Tisch. Da fehlt ein S. Wem gehört er nochmal? Ach ja, das war Fantas. Tisch. Ich jedenfalls habe immer noch den Elfen- und Fee-Tisch im Keller. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, wie ich in diese Richtung abgerutscht bin. Also, bevor das hier zu statisch wird, seht ihr die Waffe in Aktion. Damit habt ihr's, mein Komplettguide zu allen mystischen Waffen in Enderal. Wenn euch dieses Video geholfen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr Bock auf weitere Videos habt, dann abonniert doch einfach diesen Kanal. Tschüss!